Grüß Gott, sehen Sie nicht, dass Sie im Haltverbot stehen? Fahren Sie bitte schon weiter. Ja, wollen Sie mich hier vielleicht verhaften oder was? Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nur, dass Sie weiterfahren. Ja. Anna, ich warne dich, ich fange gleich an zu singen. Komm bitte, wir wollen los. Glaubt ihr, das hält so? Warum nicht? Ist doch alles festgeklemmt. Da fällt nichts runter, ich pass schon auf. Ja, das kennen wir schon. Bei deiner Fahrweise. Was willst du denn? Die Karre gibt doch eh nichts her. Sollten wir es nicht besser festbinden zur Sicherheit? Hast du ein Seil? Nein. Na also, komm, fahren wir. Das passt schon. Wir fahren hinter euch her und was runterfällt, fahren wir platt. Nee, Johnny, es ist besser, ihr fahrt voraus. Das ist doch blöd, wenn ihr hinter uns herzuckelt. Aua! Pack mal. Weißt du, erst drängelst du, dass ich was in der Unterhose rauslaufe, dann bist du nicht da. Was kann ich dafür, wenn mich die Polizei wegscheucht? So brav solltest du immer bei mir sein. Schau mal, was ich mir gekauft habe. Hübsch, was? Hauptsache, deinen Freunden im Tennisclub gefällt's. Jetzt geht das wieder los. Komm. Sei doch mal ein bisschen fröhlicher, hm? Ist doch so ein schöner Tag heute. Dass du ausgerechnet heute deine Klamotten kaufen musst. Du hast die ganze Woche Zeit gehabt. Du weißt doch, mein Auto ist kaputt. Es ist fast 2. Um 3:30 fängt das Spiel an. Ich muss zum Stadion. Ich brauche dringend einen Parkplatz. Und dann muss ich auch noch nach Hause fahren. Kannst du mich ja bei der S-Bahn absetzen. Nein. Dann heißt es wieder, ich bin kein Kavalier. So wie deine Freunde im Tennisclub. Du redest immer von meinen Freunden und Bekannten. Du warst nicht ein einziges Mal dabei. Das sind alles sehr nette Leute. Geh doch einfach mal mit. Ein bisschen Tennis würde dir auch ganz gut tun. Mir reicht schon, wenn ich die auf eurem Vereinsball ertragen muss. Also Bierzeltatmosphäre haben wir natürlich keine. Im Bierzelt sitzen meine Kunden. Da werde ich meine Mähdrescher los. Mensch, jetzt fahr doch nicht so schnell. Immer noch genügend Zeit. Vielleicht kann man doch zu schnell resignieren. Neulich habe ich Heidi getroffen in der Mensa und sie hat mir erzählt, dass der Makler ihnen eine Alternativwohnung angeboten hat. Die haben nämlich mit dem Prozess gebucht. Was willst du denn? Jetzt hat jeder sein eigenes Zimmer und wir gehen uns nicht ständig auf die Nerven. Stimmt. Und wir haben endlich eine große Wohnküche. Ja, jetzt brauchen wir nur noch eine Spülmaschine. Wieso denn? Du spülst doch ab. Jetzt sei doch nicht so nervös. Oder hast du deine Tabletten wieder nicht genommen? Du weißt genau, dass ich noch zum Helmut muss. Der braucht unser neues Futterprogramm. Das kannst du doch alles nach dem Fußball machen. Ich habe aber einen Termin, der wartet drauf. Mein Gott, was kriecht der da vorne so? Sucht der einen Parkplatz? Da soll er doch wenigstens blinken. Darf man überhaupt mit so einem Schrotthaufen fahren? Wie der aufgeladen hat, das ist richtig lebensgefährlich. Vielleicht fährt er zum Sperrmüll. Da soll er gefälligst nicht mitten in der Straße fahren. Typisch FFB. Fahrer fährt blöd. Wir brauchen jetzt zwar länger bis zur Uni, aber dafür zahlen wir auch weniger. Und du musst weniger jobben. Naja, wenn die neuen Hochschulgesetze durchkommen, werde ich sowieso zwangsexmatrikuliert. Die spinnen doch. Also 12 Semester für Chemie, das schafft doch keiner. Und du schon gleich gar nicht. Danke. Ich degeneriere also zum Durchlauferhitzer. Du, pass auf, wir haben so ein Ding jetzt im Badezimmer. Nee, im Ernst, würdest du zum Beispiel zu einem Arzt gehen, der durch ein Schnellstudium gehetzt wurde? Also ich nicht. Naja, die wollen halt die Hörsäle entrümpeln von den Bummelanten. Oha, hat's aber einer eilig. Was will denn der Arsch?
kann ich schneller. Idiot. Mein Gott, warum fährt er denn so langsam? Hier ist doch keine Geschwindigkeitsbegrenzung. So langsam darf man doch gar nicht fahren. Der sieht doch, dass ich hier vorbei will. Warum fährt der nicht auf die Seite? Jetzt hup halt mal richtig. Der Typ nervt aber langsam. Na warte, du bringst mich nicht aus meiner Ruhe. Ich kann auch langsamer. Psychoterror auf der Straße. Lass dich bloß nicht von dem jagen. Sonst fällt mein Klavier noch. Es geht auch noch vom Gas runter. Das macht der mit Absicht. Der will mich provozieren. Dann überhol ihn halt. Achtung, da kommt einer. Du Idiot, schau mal, wie mein Auto ausschaut. Ja. Fassen Sie mich bloß nicht am Nasen, Halblanke, das kann ich überhaupt nicht vertragen. Du bist mir doch absichtlich reingefahren, oder? Sie haben mich doch geschnitten mit Ihrer Bonzenschleuder. Seit wann duzen wir uns überhaupt, Sie aufgeblasener Bauernarsch, Sie? Bauernarsch! Hey, sind Sie verrückt geworden, hier so rumzuprügeln? Halt dich da raus, sonst kriegst du auch gleich was aus dem Maul. Hören Sie auf! Fass mich doch nicht an, du blöde Kuh! Sind Sie wahnsinnig? Sie haben meinen Mann verletzt! Ja, aber was ist angefangen? Hören Sie mal, Sie können doch nicht mir jetzt hier nicht so einfach anhalten! Ich kann nichts mehr sehen! Ist Ihnen was passiert? Gott sei Dank nicht. Was ist denn überhaupt los hier? Ich bin blind, ich kann nichts mehr sehen. Die hat mir was ins Auge gesprüht. Mensch, Sie bluten hier. Kommen Sie mal mit in mein Haus. Ich rufe die Polizei an. Und den Notarzt. Sagen Sie mal, was ist denn hier eigentlich los? Der Typ ist an allem schuld, der hat mich ausgebremst. Ich bin Ihnen noch draufgefahren. Ihr Bett hätte mich beinahe erschlagen. Sie hätten ja bremsen können. Ja, warten Sie erst mal ab, bis die Polizei da ist. Solche Prügelszenen sind auf deutschen Straßen heute leider keine Seltenheit mehr. Zeitnot, Stress und zunehmend knapper Verkehrsraum sind, sagen die Experten, die Ursachen dafür. Bei ähnlichen Auseinandersetzungen hat es sogar schon Tote gegeben. Zum Glück wurden die Beteiligten an diesem Unfall und der folgenden Schlägerei nur leicht verletzt und konnten nach ihrer ärztlichen Versorgung im Krankenhaus wieder nach Hause gehen. Alfred und Ruth Groll, die Insassen des BMW, werden für Montagvormittag zur Vernehmung auf das zuständige Polizeirevier bestellt. Deshalb ruft Frau Groll noch am Sonntag einen befreundeten Anwalt an, der dazu rät, den Termin bei der Polizei unter Berufung auf ihr Aussageverweigerungsrecht abzusagen und stattdessen Montagnachmittag in seine Kanzlei zu kommen, wo Herr Groll dann seine Version des Unfallhergangs erzählt. Also, die ganze Sache fing am Samstag an. Bayern gegen Bremen, wunderbares Bundesligaspiel. Kurz vor 2 Uhr habe ich meine Frau abgeholt in Ismaning. Und bin dann mit ihr erstmal nach Richtung Hause gefahren, nach Poing. Da kamen wir hinter zu einem kleinen Lastwagen. Furchtbar beladen. Also unzulässig. Also wie vom Sperrmüll. Er fuhr also nicht rechts, sondern er fuhr in der Mitte. Und er fuhr verflucht langsam. Ich muss ja schließlich meine Frau nach Hause bringen und wollte rechtzeitig ins Stadion gehen, damit ich den Parkplatz kriege. Wie lange fuhren Sie denn hinter ihm her? So 6, 7 Minuten, ja. Oder? Aber plötzlich, wo ich überholen wollte, drückt er aufs Gas und fährt schneller. Also es war so ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Wie viel Mal haben Sie denn versucht zu überholen? Also 3, 4 Mal bestimmt, wenn nicht sogar mehr. Mhm. Ich bin fast ausgerastet. Ich habe gehupt, er soll an die Seite fahren. Das war wirklich ein Terror, was da ablief an dieser Straße. Normalerweise müsste man solche Leute sofort von der Straße nehmen. Ne? Also jetzt, irgendwann scheinen Sie ja doch... Ja, in der nächsten Möglichkeit bin ich an ihm vorbei und an ihm vorbeigefahren habe das Warnlicht angemacht, damit er langsamer fahren sollte und habe den Blinker nach rechts, dass wir an die Seite fahren. Ich wollte ihn praktisch aufhalten. Ich wollte ihn zur Rede stellen. Und bin sehr langsam gefahren und plötzlich, wie aus heiterem Himmel, ein Krach, ein Knall. Schatz, du hast doch angehalten.
Naja, das ist möglich, dass ich auch angehalten habe. Und in dem Moment, dann hat es nur noch gekrallt. Meine Frau, die flog da irgendwo um den Kopf gegen. Schauen Sie meine Frau an. Schauen Sie diese Halskrause an. Schauen Sie mein Auge an. Ne? Das hat der eiskalt eingeplant. Also ich bin dann ausgestiegen aus dem Wagen und guck mir das an, was er angerichtet hat. Und geht's ihm zum Auto hin und sage, was soll das? Höflich bin ich hingegangen. War das ein junger Mann? So ein alternativer Spinner, so mit so einer Ledermütze auf. Und das sind alles Leute, für die wir Geld bezahlen. Ja? Also ich habe ihn gefragt, warum er das macht. Da wurde der ausfallen, schrie mich an. Ich wäre ihm da reingefahren, ich hätte ihn provoziert. Ich würde die Straße wieder auf mir nicht alleine gehören. Ich wäre ein widerlicher Bauernarsch. Und ich würde mit meiner Bonzenschleuder... Und ja, da packt er mich sofort... Und, na gut, ich sage, was bezwecken Sie damit? Mhm. Was haben Sie vor mit uns beiden? Wollen Sie uns umbringen? Was ist denn? Leg dich doch bitte nicht so auf. Hätten Sie vielleicht ein Glas Wasser? Mein Mann muss seine Tabletten einnehmen. Ja. Frau Steiner, würden Sie bitte ein Glas Mineralwasser bringen? Und es war so ein schöner Tag. Ich habe mir da wirklich so viel von versprochen. Ich wollte rechtzeitig im Stadion dann sein. Ich wollte mir, das ist ja immer, das einmal hat Bayern gewonnen gegen Bremen. Die haben ja überhaupt nie gewonnen in München. Mhm. Ja. Wie ging es denn dann weiter? Ich musste ihn wirklich wegdrücken, damit er mich wirklich nicht noch schlägt. Hat er aber nicht gemacht. Nö, hätte er gemacht, wenn ich ihn nicht weggedrückt hätte. Mhm. Hätte er mit Sicherheit gemacht. Von der anderen Seite kommt dann seine Freundin, die ja noch chaotischer wie er, eine schrille Stimme, und schreit mich zusammen, du Idiot, du Arschloch, fummelt mir mit so einem Kampfspray vor der Nase und donnert mir einen vollen Strahl genau hier ins linke Auge rein. Mhm. Ich konnte einfach nichts mehr sehen, es war so ein beißender Schmerz. Ich habe so, kam dann ein Mann, der da gleich an der Stelle seinen Garten hatte. Der war dann so nett und hat mich dann in sein Haus geführt mit und hat mir dann das Auge ausgewaschen. Mhm. Und ich habe auch gleich der Polizei gesagt, ich lasse mir das nicht bieten, ich werde eine Anzeige erstatten gegen diese beiden Schweine. Was hat denn die Polizei gesagt zum Unfall geschehen? Ja, Alfred Groll erzählt, er sei bei dem Telefonat mit der Polizei darüber informiert worden, dass ihn die anderen Unfallbeteiligten wegen Körperverletzung angezeigt hätten und er sich deshalb als Beschuldigte betrachten müsse. Hat denn dieser Zeuge, der Sie da ins Haus geführt hat, auch den Unfallhergang gesehen können? Der muss das gesehen haben. Der muss das gesehen haben. Der hat sich ja bereit erklärt, als Zeuge auszusagen. Mhm. Das hat er mir dann gesagt. Mhm. Hier. Die klagen uns an. Wegen Körperverletzung, Nötigung, Straßenverkehrsgefährdung. Das muss man sich mal vorstellen. Wer hat wohl wen verletzt? Wer hat wen gefährdet? Wer hat wen genötigt? Doch nicht wir, das waren doch die. Hat die Polizei denn Spuren gesichert? Mein Mann hat nichts mehr gesehen. Mir ist das Blut runtergelaufen. Mhm. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, da haben wir also nicht mehr große Aufmerksamkeit. Als Sie dieses Fahrzeug überholten, wie weit vor dem Fahrzeug scherten Sie denn dann wieder nach rechts rein? Also ich habe es ja ganz bewusst ihm viel Raum gelassen, dass er praktisch sogar ausrollen hätte können. Ne? Langsam gebremst und Warnblinkanlage und habe auch, dass man die Seite ranfahren. Sie stehen auch im Verdacht der Körperverletzung, weil eben dieses Anhalten möglicherweise so plötzlich geschehen ist, dass der nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und sich dadurch verletzte bei dem Aufprall. Dass ich ihn durch massives Bremsen, dass er da draufgefahren, das ist überhaupt nicht wahr. Ich muss auf jeden Fall Strafantrag stellen gegen diesen jungen Mann, wegen Körperverletzung, wegen Nötigung und auch gegen seine Begleitung, wegen massiver Körperverletzung. Mhm. Ich muss mich von meinen Mitarbeitern vom Sepp fahren lassen. Mhm. Ich habe dadurch Termine aufschieben müssen, die mir vielleicht jetzt kaputt gehen wegen dieser Sache. Ich hätte zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, einen guten, großen Mähdrescher zu verkaufen. Ist heute gar nicht so einfach, so ein Ding zu verkaufen. Ich kann den Termin nicht wahrnehmen. Ich war beim Krankenhaus. Ich kann nichts mehr sehen, ich kann nicht fahren. Ja, ich kann ihn auch nicht fahren. Sie, kann aber auch Sie nicht haben gerade erzählt, jemand könnte Sie fahren. Ja, der ist aber mein Mitarbeiter, der ist im Lager beschäftigt. Der hat ja auch seinen Also hinsichtlich dieses Schadens, den Sie da erlitten haben, könnte es Schwierigkeiten geben, weil die gegnerische Versicherung natürlich sagen wird, da hätte er sich von seinem Fahrer fahren lassen können. Es wird vernünftig sein, damit erstmal zu warten. Ich muss mir mal die Akten angucken. Ich erlebe es immer wieder, dass dann aus den Akten eine Version, die ein anderer erlebt hat, auch noch ergibt und dass die beiden gegeneinander stehen. Und falls es so wäre, dass sich der Verdacht gegen Sie in irgendeiner Form bestätigt, sieht es natürlich nicht so gut aus, wenn man dann selber noch Strafantrag stellt. Was raten Sie jetzt mir als Ehefrau? Beispielsweise ich mein Schmerzensgeld hier, zwei Stiche, meine neue Bluse war total versaut. Müssen wir abwarten? Dazu brauche ich einfach Akteneinsicht. Nicht?
Es wäre unklug, jetzt schon aus allen Rohren zu schießen und dann stellt sich raus, dass die Sache ganz anders ist. Ja, vor allem bin ich ja unschuldig. Ich bin ja gar nicht dran schuld an der ganzen Geschichte. Was könnte denn im schlimmsten Falle auf meinen Mann zukommen? Wenn ein Strafverfahren durchgeführt wird und er tatsächlich wegen der hier angesprochenen Sachen, Straftaten, bestraft werden sollte, dann müssen Sie mit dem Strafbefehl rechnen, der sich so zwischen 50 und 80 Tagessätzen bewegt und Führerscheinentzug. Gottes Willen. Da kann ich mich aufhängen. Stellen Sie vor, mein Beruf ohne Führerschein, das ist... Ist mir klar. Das ist ein Problem. Das hat jeder, der in so einer Situation hier sitzt. Dass also auch Ihre Haftpflicht, Ihre Vollkasko nicht zahlt, wäre auch denkbar. Von ungefähr 100 Verkehrsteilnehmern, die eine solche Situation herstellen, also anhalten, um den anderen über die Verkehrssituation zu befragen, sind 100 der Auffassung, dass sie gar nichts Böses wollten, sondern sich bloß mit dem unterhalten. Aber in 100 dieser Fälle ist es so eine Auseinandersetzung gekommen. Also deswegen liegt natürlich immer der Verdacht da, nach dem Anschein, nach dem Lebens Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo von beiden Seiten gehackelt worden ist, nicht? Auch die Insassen des Kleinlasters, Patrick Schönfeld und Anna Simon, wurden für Montagvormittag aufs Polizeirevier bestellt. Sie werden als Beschuldigte vernommen, weil sie von Alfred Groll und der Fahrerin des aufgefahrenen PKW, Frau Krüger, wegen Körperverletzung angezeigt wurden. Deshalb lassen sich beide ebenfalls von einem Anwalt beraten. Also wir wollten umziehen am Samstag. Und hatten unsere letzte Fuhre aufgeladen auf einen geliehenen Pritschenwagen und wollten damit nach Finsing fahren. Und nach ein paar Minuten taucht hinter uns ein BMW auf, der uns ständig anhupt und anblinkt und uns nötigt. Und er konnte aber nicht überholen wegen dem Gegenverkehr. Und ich wollte eben sehr vorsichtig fahren. Ich bin vielleicht 30 oder 35 Stundenkilometer gefahren. Und kurz vor dem Unfallort, da wäre es schon beinahe zum Unfall gekommen, weil entgegen das Auto hätte ihn fast gerammt. Und er konnte knapp noch ausweichen, ne? Autofahrer. Hat er zum Überholmanöver angesetzt und ist vorbeigezogen an mir. Ja. Als er an mir vorbeigezogen ist, habe ich schon gesehen, dass die Bremslichter leuchten. Er ist plötzlich stehen geblieben und wir sind voll draufgerauscht. Und uns wiederum ist ein Opel draufgerauscht und dann hat sich hinten ein Bettgestell hat sich gelöst und ist der Dame, das war eine Dame, die uns hinten drauf gefahren ist, auf die Windschutzscheibe gefallen. Mhm. Dieser Typ da, von dem, dieser BMW-Fahrer, ist irgendwie völlig ausgeflippt und ist rausgesprungen aus seinem Auto. Er hat mir einen Schlag versetzt, zuerst hier auf den Mund. Sie sehen es ja, das ist ja genäht worden. Und dann habe ich gleich noch einen zweiten Verpass bekommen auf mein Auge. Und dann bin ich zu Boden gegangen, ja. Ich glaube, dem Punkt, wo er ihm das erste Mal mit der Faust einen Schlag verpasst, nicht aus dem Auto raus, da hat der mich dann sofort angeschrien. Also ich solle mich raushalten, mein Maul halten. Und dann habe ich ihn wirklich von hinten gepackt, worauf er mich anging plötzlich, mich gegen seinen BMW drückte. Ich habe es total mit der Angst zu tun bekommen. In diesen ganzen schnellen Sekunden habe ich ein Verteidigungsspray, was ich in dieser Jacke, die ich halt immer für meine Arbeit anziehe, zufällig dabei hatte, hatte ich in der Hand gehabt und habe das dann in seine Augen gesprüht. Ja. Anhand einer Zeichnung soll Patrick Schönfeld den Unfallhergang verdeutlichen. Und er hat dann hier zum Überholmanöver eingesetzt, ist hier ziemlich knapp an mir vorbei. Ja. Gleich hier habe ich die Bremslichter gesehen von dem BMW. Und der ist ein paar Meter vor uns, ich kann das schwer schätzen, es ging alles so rasend schnell. 8 oder 10 Meter. Ja, ist stehen geblieben und ich habe voll gebremst, also die Bremsspuren hat man auch ziemlich deutlich gesehen auf der Fahrbahn. Sie sagten ungefähr 30 bis 35 km hatten wir noch drauf. Und dann sind wir dem voll eben drauf und hinter dem BMW muss wohl dieser Opel gewesen sein. Mhm. Und da war eine Frau alleine drin und die ist dann eben draufgeprallt und dabei ist eben dieses Bettgestell direkt in die Windschutzscheibe geknallt. Also wer das war nicht angebunden und wir sind ja aus dem Grund vorsichtig gefahren. Die Dame ist auch nicht verletzt worden durch dieses, irgendwie durch Glassplitter oder so. Und Sie waren bei der Polizei und Sie sind vernommen worden, beide als Beschuldigte. Ja. Also ich habe sofort auch Anzeige gegen Körperverletzung gestellt, gegen diesen
gegen diesen Typen da? Also, weil es ist ja völlig absurd, mich wegen Körperverletzung anzuzeigen. Sind Sie denn mit einer Gegenaussage konfrontiert worden? An dem Unfallort habe ich gehört, dass der Herr Groll uns wegen Körperverletzung anzeigt. Ja, mich in jedem Fall auch. Also, weil, wegen vorsätzlicher Körperverletzung? Und Sie ebenfalls wegen? Ja, ich nehme an, wegen seiner Frau. Also, weil seine Frau eben diese Wunde hatte an der Stirn. In diesem Zusammenhang ist jetzt für mich eine gewisse Problematik gegeben. Weil hier gegebenenfalls das Verbot der Mehrfachverteidigung für mich auftreten könnte. Das stellen wir mal zurück, bis ich auch Akteneinsicht genommen habe. Ein Verschulden scheidet für Sie aus, weil hier ein grob verkehrswidriges, aus meiner Sicht, wie Sie es schildern, grob verkehrswidriges Fahrverhalten des BMW-Fahrers vorliegt. Wenn die Ermittlungsakten mal eingesehen werden. Kann es denn zum Problem werden, dass ich so langsam gefahren bin? Nein. Sie haben eine Geschwindigkeit, eine zulässige Höchstgeschwindigkeit zu beachten. Das ist Ihnen unbenommen. Die ist 60 auf dieser Straße. Man darf also Gott sei Dank auch noch die Geschwindigkeit nicht ausschöpfen, sondern auch unterschreiten. Aha, also das ist. Wenn ich jetzt von der Beschädigung des Fahrzeugs des BMW-Fahrers ausgehe, dann sehe ich nicht die geringste Haftung ihrerseits für die Beschädigung des BMW. Auch nicht für die Verletzung von der Frau? Nein, auch nicht. Dann heißt das auch, dass der Schaden an dem Transporter von der Versicherung des BMW-Fahrers getragen werden muss. Sie haben den Transporter geliehen. Ja, nicht? Das ist unsere große Sorge jetzt. Sie haben den Transporter geliehen und dieser Transporter ist jetzt nicht unerheblich beschädigt, nicht? Und der Freund von uns, dem das Auto gehört, für den ist das Auto sehr wichtig. Auf jeden Fall hat Ihr Freund als Geschädigter einen Direktanspruch gegen den Haftpflichtversicherer des BMW-Fahrers. Das heißt, wir haben also, wie es aussieht, jetzt keine finanziellen Belastungen in irgendeiner Form was zu befürchten. Was den Auffahrunfall, jetzt den reinen Fahrzeugschaden des auffahrenden PKWs anbelangt, würde ich auch sagen, dass Sie damit nicht belastet werden. Sonst könnte Ihnen noch etwas blühen, dass hier, wie Sie gesagt haben, ja ein Teil Ihrer Ladung heruntergefallen ist. Also dieses Bett war total eingeklemmt. Wir sind vorsichtig gefahren, es wäre nichts passiert, wenn die uns nicht hinten drauf gefahren wäre. Ja. Dennoch sind Sie verpflichtet natürlich, wenn Sie eine Ladung mit sich führen, dafür zu sorgen, dass Sie also auch durch einen Unfall tatsächlich nicht herunterfallen kann. Gut, okay, also das, was jetzt eben nochmal geklärt werden müsste, ist jetzt das Thema weniger Körperverletzung. Es geht jetzt um die Frage, ob der Herr Groll gegen Sie einen Schadensersatzanspruch geltend macht, objektiv gesehen. Liegt eine Körperverletzung vor, nicht? Indem Sie ihm ins Gesicht gesprayt haben, ist er dort verletzt worden. Und Sie haben ja schon vorhin gesagt, Notwehr. Das dafür also gibt es ja auch Zeugen. Sie sind berechtigt, dann eine entsprechende Abwehrmaßnahme zu ergreifen. Und es ist keinesfalls unangemessen, wenn Sie sich dort einer Spraydose bedienen, nachdem Sie auch festgestellt haben, wie brutal dieser Herr Groll auf den Herrn Schönfeld eingeschlagen hat und dass Ihnen Ähnliches gedroht hat. Der wäre auch nicht zu stoppen gewesen. Also, ja, also insoweit gehe ich davon aus, dass hier ein Schmerzensgeldanspruch gegen Sie nicht durchsetzbar sein wird. Und was ist mit meinen Verletzungen und der Tatsache, dass der Herr Groll mich da niedergeschlagen hat? Ja, also das ist steht außer Frage für mich, dass Ihnen dort ein Schmerzensgeldanspruch, ein Schadensersatzanspruch wegen dieser Körperverletzung zusteht. Bei mir hat sich jetzt irgendwie seit zwei Tagen, also ich merke das so seit gestern, stellen sich halt bei mir Kopfschmerzen ein und leichte Halsstarrigkeit. Ne? Und da haben wir einen Verdacht auf HWS-Syndrom. Da würde mir auch Schadenersatz zustehen. Frau Simon, Ihnen steht nur dann ein Schmerzensgeldanspruch zu, wenn
die Verletzung von Ihnen nachgewiesen werden kann. Sie müssten im Grunde genommen, müssten Sie sofort zum Arzt gehen, um feststellen zu können, ob das tatsächlich der Fall ist. Jetzt haben Sie aber noch von der strafrechtlichen Seite beziehungsweise der ordnungswidrigkeitsrechtlichen Seite eventuell etwas zu erwarten, dass aus der unterlassenen Befestigung des transportierten Ladegutes, dass Ihnen dort eine Ordnungswidrigkeit angelastet werden kann. Von der Polizei? Ja, von der Polizei. Wie vom Anwalt vorausgesagt, erhält Patrick Schönfeld wegen des heruntergefallenen Ladeguts einen Bußgeldbescheid über 100 Mark. Die Strafverfahren gegen ihn und seine Freundin wegen Körperverletzung werden eingestellt. Schlechter sieht es für Alfred Groll aus. 5 Wochen nach dem Unfall wird ihm ein Strafbefehl zugestellt. Er soll 8.000 Mark Geldstrafe zahlen und muss seinen Führerschein abgeben. Weil er sich ungerecht behandelt und viel zu hoch bestraft fühlt, bittet er seinen Anwalt, Einspruch einzulegen. Von der dann anberaumten Verhandlung vor dem Verkehrsgericht erhofft er sich eine mildere Beurteilung. Aus dem Gutachten in den Akten ergibt sich, dass der Ihr Bremsen den Auffahrunfall verursacht hat. Sie wollen hier eine bessere Beurteilung, eine mildere Strafe haben. Wenn jemand einen Auffahrunfall verursacht, dem, der auffährt, hinterher noch eins aufs Auge gibt und sich hier hinstellt und sagt, der ist an allem schuld, dann macht das einen ausgesprochen schlechten Eindruck. Ich würde also hier versuchen, einsichtig zu sein und mich vielleicht sogar beim Gegner entschuldigen. Aber ich will unbedingt meinen Führerschein wieder haben. Darum geht's heute. Das versuchen wir ja gerade. Ich dachte, wir gehen zum Gericht und nicht auf die Beerdigung. Aber auf die von den Herren. Nun schauen Sie mal dieses hämische Lachen an. Die legen es nur darauf an, mich zu provozieren. Es liegt an Ihnen, sich darauf einzulassen. Hoffentlich hat Anna ihr Spray dabei. Das wird nicht möglich sein. Der hat sowieso keine Chance. Ja, kann man doch nicht hinlegen. Leg dich doch nicht so auf. Nimm lieber deine Tabletten. Herr Groll. Die sind heute unbewacht. Bitte denken Sie dran, bleiben Sie ruhig. Das macht einen ausgesprochen schlechten Eindruck. In der Strafsache Groll bitte in den Sitzungssaal. Anna, komm. Der Richter eröffnet die Verhandlung und stellt die Anwesenheit der Prozessbeteiligten fest. Die Zeugen werden über ihre Wahrheitspflicht belehrt und gebeten, bis zu ihrer Aussage den Saal zu verlassen. Zur objektiven Klärung des Unfallverlaufs ist ein technischer Sachverständiger geladen. Der Angeklagte ist 48 Jahre alt, verheiratet und Landmaschinenhändler von Beruf. Frau Staatsanwältin, dann darf ich Sie bitten, den Strafbefehl zu verlesen. Am 5.3.1994 gegen 14.15 Uhr fuhren Sie mit Ihrem Pkw auf der Meierbacher Straße in östliche Richtung. Vor Ihnen fuhr in gleiche Richtung, langsamer, der geschädigte Schönfeld mit einem VW-Pritschenwagen. Nachdem Sie den geschädigten Schönfeld durch mehrfaches Hupen und Betätigen der Lichthupe erheblich bedrängt hatten, überholten Sie den VW-Pritschenwagen und bremsten nach dem Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen Ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab, um den geschädigten Schönfeld zum Anhalten zu zwingen. Dieser konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf Ihr Fahrzeug auf. Die geschädigte Krüger, die auch den VW-Pritschenwagen überholen wollte, konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr ihrerseits auf den VW-Pritschenwagen auf. Nach dem Unfall stiegen sie aus und begaben sich zum Fahrzeug des geschädigten Schönfeld. Sie zerrten ihn aus dem Auto, beschimpften ihn und schlugen ihm mit der Faust ins Gesicht, wodurch der geschädigte Schönfeld eine Platzwunde an der Unterlippe und ein Brillenhämatom erlitt. Außerdem wurden die Ehefrau des Angeklagten und die geschädigte Frau Krüger verletzt. Alfred Groll werden deshalb Nötigung, fahrlässige und vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen. Vielen Dank, Frau Staatsanwältin. Herr Groll, grundsätzliche Frage, wollen Sie Angaben machen? Ja. Schon. Zunächst zu Ihren persönlichen Verhältnissen. Sie sind Landmaschinenhändler. Ja. Selbstständig. Selbstständig, ja. Gut, wie viele Angestellte haben Sie? Ich habe einen Angestellten. Einen Angestellten. Und Umsatz im Jahr? 200.000. Gut. Was bleibt Ihnen monatlich netto übrig? Also wenn ich meine ganzen Verbindlichkeiten abziehe, habe ich 3.000 Mark. Dann zahle ich noch 750 Mark an meinen Sohn Benedikt. Der studiert in Braunschweig. Geht noch von den 3.000 Mark runter. Also ich habe 2 Kinder, ja? Und einen außerehelichen Sohn, der ist Benedikt. Ihre Ehefrau, arbeitet die? Die arbeitet bei mir im Geschäft. Was kriegt die für ein Gehalt? 2.000 Mark. Netto? Ja. Wie schaut das aus? Seit wann haben Sie einen Führerschein?
Den Führerschein habe ich seit 1965. Fahrpraxis? 55.000 Kilometer im Jahr. Kein Punkt in Flensburg, nichts. Gut, das hört man gerne. Unfallfrei kann man demnach sagen. Alles klar. Frau Staatsanwältin, haben Sie noch Fragen? Keine Fragen. Herr Verteidiger, haben Sie Fragen? Keine. Keine. Sie haben Einspruch eingelegt, Herr Groll. Daraus muss ich entnehmen oder kann ich entnehmen, dass Sie mit der Geschichte nicht einverstanden sind. Naja, es hört sich jedenfalls sehr brutal an, wie die Frau Staatsanwältin das vorgelesen hat. Wenn es so war, ist es auch brutal. Nein. Gut, jetzt erzählen Sie mal, wie Sie das sehen. Der Angeklagte gibt an, er habe am 5.3.1994 seine Frau nach Hause bringen wollen. Vor ihm sei ein vollbeladener Kleintransporter gefahren, der ihn nicht überholen lassen wollte. Und er fuhr mitten auf den Streifen, auf den Mittelstreifen. Ich dachte, mein Gott, er kann ja nicht ein bisschen weiter rüberfahren. Aber er hat überhaupt nicht reagiert. Gut, dann habe ich halt abgewartet, bis ich endlich mal eine Lücke fand, wenn kein Gegenverkehr war, dass ich an ihm vorbeikam. Da bin ich an ihm vorbei und habe gleich die Warnblinkanlage eingeschaltet. Ich wollte ihn damit klar machen, er soll mal anhalten an die Seite fahren, ich wollte mit ihm reden. Plötzlich war ein Riesenkrach, ist er voll in mich reingefahren. Und in dem Moment habe ich gedacht, der ist voll mit Absicht in mich reingefahren. Ja, dann bin ich raus aus dem Auto. Da habe ich gesagt, was das soll, und hat er mich gleich maßlos beschimpft. Und da habe ich ihm ein paar geschlagen. Also, aber nicht so mit der Faust und so, wie das dahingestellt wird. Also, sondern wie? Ja, ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben. Watschen. Eine Watschen, ja. Kommt ja öfter vor, dass man auf irgendjemanden trifft im Straßenverkehr, wo man sich sagt, naja, was der macht, ist nicht richtig und so weiter. Aber der Klügere gibt nach. Was war jetzt der Grund, dass Sie sagen, also ich muss da jetzt aber trotzdem unbedingt vorbei? Ja, ich hatte noch einen Termin mit einem Kunden. Und wann war der Termin? Das war so 14.45 Uhr. 14.45 Uhr. Also ungefähr eine halbe Stunde, nachdem es hier dann zu dem Unfall gekommen war. Und wo wollten Sie den Kunden aufsuchen? Den wollte ich in Poing treffen noch. In Poing. Wie weit war da noch hinzufahren? Boah, wie weit ist es da noch? Vielleicht 20 Kilometer. 20 Kilometer. Und Sie haben gedacht, das passiert. Jetzt muss ich da schauen, dass ich da unter allen Umständen, in Anführungszeichen, also auf jeden Fall an dem vorbeikommen. Was ist dann der Grund, dass Sie dann sagen, jetzt muss ich mit dem reden, jetzt muss ich den zur Rede stellen? Da verstreicht doch Ihre kostbare Zeit. Wissen Sie, Debatten von Verkehrsteilnehmern untereinander auf der Straße über das gegenseitige Verhalten führen ja zu überhaupt nichts. Jeder ist im Recht, jeder ist der beste Autofahrer und keiner lässt sich irgendwas sagen. Aber er hat es doch bewusst darauf angelegt, mich nicht vorbeizulassen. Und wenn ich den Ansatz machte zum Überholen, hat er sich einfach noch weiter in die Mitte gedrängt. Er ließ mich einfach nicht dran vorbei. Also schön, Sie fahren also vorbei. Auf welche Geschwindigkeit beschleunigen Sie denn ungefähr? Ja, also ich war ungefähr auf 50, 40, 50. Und vorher? 20. 20 Kilometer in der Stunde hoch auf 50 beschleunigt und vorbei. Nach mehreren Ansätzen. Ja. Gut, dann fahren Sie vor dem Fahrzeug wieder auf die Spur. Mit welchem Abstand biegen Sie vor ihm ein? Ja, das so genau weiß ich, dass Fahrzeuglängen. Können Sie mir sagen, wie viele Fahrzeuge zwischen Ihnen und dem Bus noch gegangen wären? Oder wollen Sie es nicht sagen? Also mit Sicherheit noch zwei Fahrzeuge. Zwei Fahrzeuge. Gut. Und haben dann was gemacht als erstes? Erst habe ich die Warnblinkanlage eingeschaltet, dann habe ich da gebremst. Also langsam ist er auf mich draufgefahren. Ich wollte ihn nicht gefährden. Auf keinen Fall gefährden, dass er irgendwie so eine Haben Sie eine Vollbremsung gemacht? Nein, oder keine Vollbremsung. Langsam gebremst? Langsam, ja. Langsam ja. Verzögert. Dann ist er auf Sie aufgefahren? Ja. Voller Wucht. Standen Sie da schon? Da stand ich, ja. Sie haben dann Ihr Auto verlassen? Ja. Gut. Und bin zu ihm hin und habe gesagt, was das soll, ja. ob er verrückt geworden ist. Er hat mich gar nicht zu Wort kommen lassen, hat mich gleich massiv beleidigt. Aha. Meinen Sie, dass das der richtige Beginn einer von Ihnen angestrebten sinnvollen Konversation ist? Nein, im Nachhinein sehe ich das ein, dass es nicht richtig war. Sicherlich nicht richtig. Was macht er dann? Dann hat er mich zusammengeschrien. Ich wäre doch ein blöder Bauernarsch. Ja, und dann ist mir natürlich, dann sind mir die Nerven durchgegangen. Da habe ich ihm eine Ohrfeige gegeben. Mhm. Er hat was gesagt? Ich wäre ein Bauernarsch. Bauernarsch. Gut, und dann haben Sie ihm eine geschmiert? Ja. Fast der übliche Verlauf solcher in Angriff genommener Belehrungsgespräche. Gut, wie geht's denn dann weiter? Ja, dann kam die Begleitung von ihm, die raste da raus und hat mir gleich mit dem Tränengas ins Gesicht gesprüht. Kam die auf Sie zugelaufen und hat Sie einfach so angesprüht? Die hatten es ja beide auf mich abgesehen, es war ja nicht nur er. Sie kennen ja wahrscheinlich das, was in den Akten steht, dass Sie dann irgendwie auf die losgegangen sein sollen. Nein, ich habe ihr gesagt, sie soll sich da raushalten. Also die sprüht im Grunde genommen ohne Grund aus ihrer Sicht auf Sie ein und kommt da hinzu, um den... Ja, sie hat mich natürlich schwer verletzt. Ich hatte nichts mehr gesehen, ich war blind. Durch dieses Besprühen? Also ganz schlimm war das linke Auge.
Das war das Schlimmste, hat sich voll, die ganze Strahl voll rein. Da habe ich auch heute noch sehr starke Probleme mit. Die Sehfähigkeit ist noch in Ordnung. Ist noch in Ordnung. Sie hatten eine Beifahrerin, Ihre Frau, wie ist die verletzt worden? Sie hatte oben am Kopf eine klaffende Wunde. Kopfplatzwunde. War die angeschnallt oder nicht? Die war angeschnallt, aber sie ist irgendwo mit dem Kopf oben gegen so einen Haltegriff geknallt. Mhm. Ich habe zunächst keine Fragen. Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen? Herr Kroll, Sie sagen, Sie bremsten langsam ab. Ja. Wie erklären Sie sich dann die Spurzeichnungen, die Bremsspuren? Spricht doch eigentlich eher für eine Vollbremsung, wenn es eine Spurzeichnung gibt auf der Fahrbahn. Der Meinung ist übrigens auch der Sachverständige, das ergibt sich ja aus dem Gutachten. Das haben Sie doch sicher mit Ihrem Anwalt besprochen. Ja, was gut, sagen das, Sie dazu, Herr Groll? Ja, es kann aber auch sein, dass ich gerade in dieser Situation das nicht mehr so genau nachvollziehen kann. Ich war ja auch sehr erregt und... Dann hätte die richtige Antwort gelautet, das weiß ich nicht, ob ich langsam bremste oder voll. Ich habe langsam gebremst. Aha. Ich bin überzeugt, dass der Herr Groll den Unterschied zwischen einer langsamen und einer Vollbremsung kennt. Nur hat er die Situation eben anders erlebt. Gut, es mag sein, dass ich halt vielleicht dann ein bisschen zu stark gebremst habe nachher. Denn ich war ja ein ziemliches Stück vor ihm. Sehr glaubwürdig ist Ihre Geschichte nicht, das wissen Sie, oder? Ich glaube, das wird mir abnehmen können, dass er es als Absicht wirklich empfunden hat und dass er nun das ganze Szenario darum sich zurechtgeordnet hat in seiner Vorstellung. Ihre Erinnerung an die ganzen Vorgänge ist genauso gut wie Ihre Erinnerung daran, dass Sie langsam gebremst haben. Genauso gut. Ja, ja. Danke. Herr Verteidiger, haben Sie noch Fragen? Vielleicht eine. Haben Sie den zweiten Aufprall des Fahrzeugs, was dann auf den Klein-LKW aufgefahren ist, haben Sie den erlebt? Ich habe nur den Knall von dem VW-Bus, der hinter mir ist. Sonst habe ich nichts mehr gehört. Das haben Sie gehört und gespürt. Und wie? Sind Sie gleich, wie man so schön sagt, wie ein geölter Blitz aus dem Auto, oder? Ein paar Sekunden war ich erstmal geschockt, weil Sie sagten, da bin ich raus zu ihm. Also nach ein paar Sekunden sind Sie raus. Ja. Eine Frage habe ich noch, Herr Kroll. Abgesehen davon, dass Sie in Eile waren, waren Sie irgendwie in Rage an dem Tag? Hatten Sie sich geärgert? Waren Sie sowieso schon irgendwie geladen? Nein überhaupt nicht. Sie waren ganz normal, ganz ruhig, ganz entspannt. Ich reg mich sonst nie auf. Sie regen sich sonst nie auf? Nein. Schön. Als erster Zeuge wird Patrick Schönfeld aufgerufen, 25 Jahre alt, Chemiestudent. Dann legen wir los. Herr Schönfeld, wie war das jetzt? Wir wollten umziehen und kurze Zeit, nachdem wir von der Adalpero-Straße weggefahren sind, ist hinter uns dieser silbergraue BMW des Angeklagten aufgetaucht und hat uns angeblinkt mit der Lichthupe, hat auch also gehupt. Das haben wir gehört. Ich habe ihn auch im Außenspiegel gesehen, wie er gestikuliert hat. Er wollte unbedingt überholen. Ich bin relativ langsam gefahren, weil kurz vor der Unfallstelle hat der BMW versucht zu überholen und ist ausgeschert. Und in dem Moment kam aber ein Auto auf der Gegenfahrbahn, musste ein bisschen ausweichen. Der BMW scherte wieder ein hinter mir und kurz danach überholte er mich sehr schnell und zog vor mir wieder auf meine Straßenseite, relativ knapp an meiner Schnauze vorbei, blieb stehen. Dann ist der Herr Groll wie von der Tarantel gestochen aus seinem Auto gesprungen und hat mich beschimpft, hat mich also auch gepackt an meiner Jacke. Ich habe mich dagegen gewehrt, bin auch laut geworden, habe ihn Bauernarsch genannt. Und darauf hat der Herr Groll mir einen Schlag verpasst, und zwar mit der Faust auf die Unterlippe. Und ich bin zu Boden gegangen, bin auch da halb auf die andere Straßenseite gefallen, bin sofort wieder hoch, worauf ich gleich eine zweite verpasst bekam, auf mein Auge, mein linkes Auge. Und die Anna ist dann rausgesprungen aus dem Pritschenwagen, wollte mir zur Hilfe kommen. Der Herr Groll hat sie dann bedrängt, hat sie bedroht, hat sie gegen das Auto, gegen den BMW geschoben. Und die Anna hat sich eben gewehrt. Und dann kehrte Ruhe ein. Ja. Ja, nachdem jeder was abgekriegt hatte, war der Sinn und Zweck der Übung erfüllt. Ja. Und jetzt nochmal zu dem Vorgang. Wie lange ging das denn schon vorher, dass jetzt der BMW blinkt, drängelt, irgendwie gestikuliert? Schwer zu schätzen. 5 Minuten. Sind Sie jetzt aufreizend langsam gefahren, um es mal so zu formulieren? Ich bin ungefähr 35 Stundenkilometer gefahren. Mhm. Sie haben da seine Versuche gesehen, aus Ihrer Sicht überholen zu wollen. Haben Sie das jetzt irgendwie versucht zu verhindern? Nein, überhaupt nicht. Der hat mich einfach genötigt von hinten.
wollte unbedingt überholen. Das ging halt nicht. Ja, und es ging warum nicht? Wegen Gegenverkehr. Wegen Gegenverkehr. Ja. Der Herr Groll meint, Sie seien 20 gefahren. Nein. Nein, also ich bin sicherlich über 30 gefahren. Aber ich bin, wie gesagt, langsam gefahren. Mhm. Wegen meiner Ladung. Möbel. Der überholt nun. Ist das ein Spurten beim Überholen oder zuckelt er gemütlich vorbei? Nein, er hat sehr zügig überholt. In welchem Abstand ist er vor Ihnen dann wieder rein? Anderthalb, zwei Meter, vielleicht ist er vor mir rein und ist dann ungefähr, mein Gott, zwischen 7 und 10 Metern oder was vor mir stehen geblieben. Also wo er knapp vor mir wieder rein ist, sah ich bereits die Bremslichter. Ich habe nicht erst die Bremslichter... Er hat während des Überholens schon gebremst. Ja, also während er reingezogen ist. Der Herr Groll meint, er sei vor Ihnen in einem Abstand von 2 Fahrzeuglängen wieder auf die rechte Spur gefahren, habe dann die Warnblinkanlage angemacht und habe langsam sein Fahrzeug angehalten, weil er mit Ihnen sprechen wollte. Also das... So war das nicht. Völliger Blödsinn. Muss Ihnen das vorhalten, verstehen Sie? Weil ich war ja nicht dabei und muss nachher wissen, wie es war. Durch das Auffahren sind Sie nicht verletzt worden? Nein. Dann haben Sie das geschildert. Sie sind rausgegangen. Gegangen beziehungsweise gut, ja. Er ist zu Ihrem Auto hingekommen und hat Sie an der Jacke gepackt und hat Sie also rausgezogen, oder wie? So ja. Ist es. Hat mich beschimpft. Und hat Sie beschimpft und dann kommt es zu dem Faustschlag und Sie gehen zu Boden. So ist es. Ja, und dann stehen Sie wieder auf. Ja. Und? Bekomme einen zweiten verpasst. Ihre Beschuldigtenvernehmung, ja. Da gibt es nicht, dass Sie am Boden liegen, sich wieder aufrappeln und noch einmal einen Schlag kriegen. Ja, ich habe das damals in der Vernehmung bei der Polizei anscheinend nicht deutlich genug dargestellt. Der erste ging an die Unterlippe, aha. Also ans Kinn. Die Verletzung war dann an der Unterlippe. Und der zweite? Ging aufs Auge. Aufs Auge. Und wie sind Sie da jetzt jeweils verletzt worden? Ja, so ordentlich. Groß. Das ganze Auge irgendwie ja, so? Ja, hier das ganze aha. Auge war voll. Mhm. Grün, gelb, blau. So drei Wochen. Warst du da in ärztlicher Behandlung? Ja, ich bin am Samstag noch zum Arzt gegangen, ins Krankenhaus, musste mir auch die Lippe nähen lassen. Wenn Sie dann bitte noch mal schildern, wie das dann dazu gekommen ist, dass jetzt dann Ihre Freundin, wie die da reingezogen wurde. Hab dann gesehen, wie der Herr Groll sich zu Anna umgedreht hat und sie zu dem, an das Auto gedrängt hat, an dem BMW gedrängt hat, der da stand. Und habe nur noch die Hand hochfahren sehen von der Anna und wie sie eben dann das Tränengas dem Herrn Groll ins Auge gesprüht hat. Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen? Ja, Herr Schönfeld, bei dem Herrn Groll ist offenbar der Eindruck entstanden, dass Sie absichtlich ihn nicht haben überholen lassen. Haben Sie denn vielleicht mal irgendwie die Geschwindigkeit verändert, also abgebremst, so nach dem Motto, drängele nicht so, das wäre... Nein, habe ich nicht gemacht. Die Anna hat mich auch, als ich ihr sagte, dass da hinten jemand ist, der unbedingt vorbei ist, hat mich auch noch darauf hingewiesen, ich soll mich bloß nicht provozieren lassen. Sie sagten vorhin, dass Sie circa 35, auf jeden Fall über 30 gefahren sind. Können Sie es ausschließen, dass es noch langsamer war? Ob ich jetzt in dem Moment vielleicht 29 gefahren bin oder was, das kann ich Ihnen wahrlich nicht bestätigen. Herr Schönfeld, der zweite Schlag auf das Auge. Wie war der? Flache Hand, Faust? Wissen Sie das noch? Faustschlag auch der zweite. Sonst, also der, also so der Schmerz und wie ist das? Also es war nicht eine Watschen, weil der war... Es war ganz sicher ein Faustschlag. Sie möchten was sagen, ja? Also, wenn ich das so anhöre, was mit den beiden Faustschlägen und so, dann, das kann ich gar nicht glauben. Aber wenn es wirklich so war, da tut mir das auch leid. Wir müssen die Tatsachen aufklären. Und daher meine Frage, war es denn so, wie der Zeuge das jetzt geschildert hat? Das muss wohl so gewesen sein. Das muss wahrscheinlich so gewesen sein. Ja gut, Herr Groll. Ich war sehr erregt. Ein solcher Vorfall ist ja nun wirklich eine Granatensache. Der muss doch bei Ihnen in der Erinnerung und im Gedächtnis geradezu eingebrannt sein. Ja, dass ich ihn zwei Faustschläge, das war mir nicht klar. Ich habe gedacht, ich habe ihm eine Watsche gegeben. Die nächste Zeugin, Anna Simon, ist 22 Jahre alt und studiert Geschichte. Nach der Schilderung des Unfallverlaufs soll sie über ihren Versuch berichten, die Schlägerei zu beenden. Okay, also wir sind eben voll beladen auf dem Weg gewesen. Dann kam es bereits auf der Meierbacher Straße schon fast wohl zu einem
Zusammenstoß und direkt danach hat er dann eben überholt und ist ziemlich zügig eben an uns vorbei und scherte total knapp vor uns auf unsere Fahrbahn ein und wir sind ihm, er konnte es nicht mehr halten und ist ihm dann hinten raufgerauscht und der Opel dann uns hinten raufgefahren. Ja, dann standen wir drei und dann ist der BMW-Fahrer sofort aus dem Wagen ausgestiegen, kam zu uns hingestürmt, riss die Fahrertür auf, beschimpfte den Patrick, riss ihn an der Jacke raus. Ich habe das alles gesehen währenddessen und bin dann nach dem ersten Faustschlag, den er bekommen hat, dazwischen gegangen. Ich habe einfach ihn ja am Arm versucht zu packen. Währenddessen kam der Patrick noch mal kurz hoch und hat einen zweiten Schlag bekommen. Und dann habe ich wirklich ihn wirklich versucht wegzuzerren, rumzudrehen, worauf er sich eben dann sehr abrupt zu mir ganz rumdrehte und mich gegen seinen BMW drückte, mich bedrohte und ich habe mit Angst zu tun bekommen. Er hat auch irgendwie den rechten Arm so hochgehoben, als würde er mir jetzt auch gleich eine reinschlagen. Und in dem ganzen Getümmel hatte ich dann mein Verteidigungsspray in der Hand und habe das benutzt und damit war sozusagen das ganze Handgetümmel beendet. Wann hat denn der BMW mit dem Bremsen angefangen, Ihrer Meinung nach? Also ab dem Punkt, wo ich ihn sah, dass er also in mein Blickfeld kam, sah ich schon die Bremslichter. Haben Sie gesehen, ob die Warnblinkanlage angeschaltet war von dem BMW? Nein, also es war wirklich so, dass er knapp einscherte und sofort ca. 10 Meter Abstand zum Stehen kam, weil er prompt eine heftige Bremsung getan hat. Dann sind Sie also aufgefahren und dann kommt der Fahrer raus und Schönfeld sagt, fang mich nicht an und so weiter und so fort. Fallen da auch massive Beleidigungen? Ja, also das ging von Arschloch, Idiot irgendwie. Wie war die Resonanz beim Herrn Schönfeld? Wie hat er sich dazu geäußert? Dann ist er auch sehr sauer geworden und hat ihn also auch beschimpft. Wie? Bauernarsch war so, das war dann so die... Das hat sich bei Ihnen in der Erinnerung festgesetzt. Wenn Sie mir das nochmal schildern, wie Sie also dann nach dem ersten Schlag zu dem Herrn Groll hingegangen sind. Sie haben ihn nicht irgendwie an den Haaren gezogen oder gebissen oder gekniffen oder getreten oder sonst was gemacht? Ich habe wirklich meinem Freund versucht zu helfen und... Haben ihn also nicht irgendwie aktiv selber angegriffen? Nö. Sind Sie irgendwie verletzt worden? Also ich habe zwei Tage später gedacht, ich habe HWS-Syndrom, aber das hat sich, das ist Gottlob, nicht eingetreten. Also keinerlei Verletzung. Ja, Fragen, Frau Staatsanwältin? In den früheren Vernehmungen ist immer nur von einem Schlag die Rede. Wahrscheinlich habe ich das einfach nicht konkret genug gesagt, aber das ist ganz klar, das waren zwei Schläge. Und handelte es sich da um Faustschläge oder um Ohrfeigen? Faustschläge. Also die Behauptung, der Herr Groll sagt, er hätte dem Herrn Schönfeld eine Ohrfeige gegeben, das stellt sich aus Ihrer Sicht so nicht dar. Nee, wirklich nicht, nee. Sind Sie denn so ganz normal in Ihrem rechten Fahrstreifen gefahren? Das habe ich wirklich eindeutig mitgekriegt, er ist immer auf seiner Spur gefahren. Und hat er vielleicht mal gebremst oder ist er mal langsamer geworden, um den zu kratzen? Aus meiner Erinnerung ist er wirklich konstant sein Tempo gefahren. Ich habe sonst keine Fragen. Ist es möglicherweise so gewesen, dass der Patrick im Auto sitzt und sagt, du da hinten, der drängelt immer, dass man dann sagt, jetzt lasse ich ihn erst recht nicht vorbei, weil nämlich der Herr Groll den Eindruck hat, so sagt er uns das, dass man ihn absichtlich nicht habe vorbeilassen wollen. Nein, das stimmt nicht. Also er hat ihn in keinster Weise gestoppt oder ist irgendwie in die Mitte gefahren oder hat ihn nicht vorbeilassen wollen. Herr Groll, ich habe jetzt gerade mal die Bilder angeschaut. Der Rückfront Ihres Fahrzeuges kann man einmal entnehmen, dass Sie offensichtlich ein Fußballfan sind, und zwar von Bayern München. Dann steht da hinten drauf, und tschüss. Das sind immer so Aufkleber, die Fahrer, die sportlich fahren oder meinen, sie würden sportlich fahren, drauf haben, damit, wenn man dann überholt hat, der gerade Überholte lesen kann, so ungefähr, und tschüss. Ja. Haben Sie auch drauf gemacht? Ja, das ist aber freundlich gemeint. Dann wird der Polizeibeamte Nikolaus Farn gehört. Er hat den Unfallbericht erstellt und Unfallskizzen und Fotos angefertigt und wird zunächst zu den Bremsspuren der Unfallfahrzeuge befragt. Gut,
Dann ist das also genau die Unfallsituation. Der ist auf den draufgefahren und der auf den. Der Splitterabwurf. Ja, man sieht es ja hier deutlich aufgrund vom Splitterabwurf, dass hier Unfallstelle war. Die Bremsspuren waren dann eindeutig zuzuordnen, nachdem die Fahrzeuge so standen, wie die Beteiligten angaben nach dem Unfall. Die Bremsspuren gingen bis zu dem Vorderrad des BMW, die Bremsspuren gingen bis zum Vorderrad VW und die Bremsspuren gingen bis zum Vorderrad Opel. Wie man es hier auf der Skizze sieht, die Spuren sind im Maßstab eingezeichnet, beginnt die Spur des linken Rades vom BMW noch auf der Gegenfahrbahn. Die rechte ist schon wieder auf dem rechten Fahrstreifen, also der Bremsvorgang ist beim Einscheren ist der Bremsvorgang bereits eingeleitet worden. Und die Spur ging dann ununterbrochen gerade durch bis zu diesem BMW hier vor? Die ging komplett durch bis zu dem Vorderrad und wie gesagt, man hat es markiert, nachdem die Fahrzeuge weg waren, haben wir es dann eingemessen. Dann habe ich, nehmen Sie bitte wieder Platz, noch eine Frage. Sie haben ja den Herrn Schönfeld und die Frau Simon vernommen. Die schildern in ihrer Vernehmung immer nur eine Verletzung des Herrn Schönfeld durch einen Schlag des Herrn Groll. Richtig, ja. Heute schildern beide zwei Verletzungen durch zwei Schläge des Herrn Groll. Der Herr Schönfeld gab an, eben Unterlippe und Auge verletzt zu sein. Ich ging aber dann nicht näher darauf ein, ob das von einem Schlag herrührte, weil er gab an, einmal geschlagen worden zu sein. Ja, also das ist dann nicht ganz ausgetüftelt worden, dass das zwei waren. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Dann dürfen Sie auch wieder gehen. Gut, dann, ja, jetzt machen wir doch vielleicht mal Folgendes. Steht jetzt dann ja auch Ihre Frau noch als Zeugin an zur Verfügung, die bisher noch nichts gesagt hat. Die steht auch zur Verfügung, ja. Ich weiß ja nicht, ob die hier eine Aussage machen wird. Ich habe ein bisschen Bedenken, ob die Frau Kroll nicht Schwierigkeiten bekommt, weil jetzt haben wir ja den Polizeibeamten gehört, also diese Spuren sind da nach der Spur. Stimmt das, was der Herr Schönfeld und die Frau Simon sagen, dass sie bereits beim Einscheren schon gebremst haben, und zwar schon massiv? Wissen Sie, ich weiß ja jetzt nicht, was Ihre Frau da sagt. Ich will nur nicht, dass Ihre Frau, wie man so schön sagt, Neid abt. Ja gut, sie ist auch nicht. Lassen Sie es mich kurz mit ihm erörtern. Der Verteidiger macht Alfred Groll klar, dass die Verhandlung sehr zu seinem Nachteil verlaufen ist und es besser sei, wenn seine Ehefrau nicht aussagen würde. Der Angeklagte möchte aber unbedingt, dass der Zeuge Kirchlechner gehört wird, weil ihn dessen Aussage auf jeden Fall entlasten würde. Josef Kirchlechner ist 35 Jahre alt und von Beruf Gärtner. Sie sind mit dem Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert? Nein. Nein? Gut. Kennen Sie ihn? Nö. Von dem Unfall? Ja. Ja? Dachte, weil Sie so, sich so zulächeln. Ist ja auch kein Grund, nicht zu lächeln. Ja? Aber auch letztendlich. Bitte? Aber letztendlich, ja. Er hat Ihnen ja Ihr brennendes Auge versorgt. Ja. Gut. Darum geht's. Sie waren in Ihrem Vorgarten am 5.3.94 gegen 14.15 Uhr und hören mehrmaliges Hupen. Und da habe ich also gesehen, dass da wohl ein Fahrzeug entgegenkommt und der hat wohl gehupt. Der Entgegenkommende? Der hat gehupt? So habe ich das aufgefasst. Haben Sie das aufgefasst? Gut. Der Herr Groll hat dann überholt und hat also eigentlich jetzt direkt vor meiner Nase angehalten. Und im selben Moment ist also der Pritschenwagen da voll drauf gedonnert. Und direkt dahinter der Opel auch drauf und dann ist dieses Bettgestell also mit einer Wucht auf diese Scheibe. Also da habe ich einen riesen Schreck gekriegt, das hätte ja also wirklich höllisch was passieren können. Gut, und dann? Ja, da bin ich erstmal zu der Frau im hinteren Wagen hin und dann hatte sich inzwischen schon vorne so ein heftiger Streit entsponnen, wo der junge Mann da also mit den übelsten Beschimpfungen auf den Herrn Groll, was so Bonzensau war das und also wirklich ganz furchtbar unflätig ist er da umeinander gehüpft und dann hat sich da irgendwie ein Handgemenge ergeben. Ich habe das nicht so genau gesehen. Dann kam gleich die junge Dame da dazu und die hat ihm ja dann dieses Giftspray aus unmittelbarer Nähe in die Augen gesprüht. Also sowas verstehe ich überhaupt nicht, wie man auf der Straße hier plötzlich anfängt, Krieg zu führen mit. Jetzt, haben Sie das ja schon mal so in einem Zuge geschildert, allerdings sind da noch einige Fragen. Also es kommt dieses hupende Auto entgegen, der BMW wollte überholen, und dann kommt es zum erneuten Überholen und dann haben Sie gesagt, hält der BMW vor Ihnen an. Wie hat denn der angehalten? Der hat einfach ganz normal da angehalten. Ganz normal angehalten. Und was passiert dann, wenn der ganz normal anhält?
Ja, und der andere ist direkt drauf gedonnert. Und gleich danach ist ja auch der andere drauf und dann ist ja da alles runtergefallen. Sie sprechen aber schon von dem Unfall, den wir heute hier verhandeln. Ja. Ich meine, Sie sind ja dazu schon mal vernommen worden und zwar gleich an dem Tag, an dem es passiert ist. Da heißt es also, gleich darauf überholte er den VW und hielt mit quietschenden Reifen vor diesem an. Also ob es da jetzt gequietscht hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aha. Obwohl der Fahrer des VW sofort bremste, konnte er nicht mehr verhindern, dass er auf den BMW auffuhr. Das ist was anderes als, der hält ganz normal an und der andere fährt ihm dann auf. Also in meiner Erinnerung ist es so gewesen, also, dass da... Doch mal vor, kommen Sie doch mal vor. Sie haben ja gesagt, dass Sie der Josef Kirchlechner sind, gell? Ja. Ja? Haben Sie das da unterschrieben? Ist das Ihre Unterschrift? Das habe ich, ja. Selbst gelesen und unterschrieben. Ist zugeben, ich habe es nicht gelesen. Tja. Ich habe einfach darauf vertraut, dass das so da steht, wie ich es gesagt habe. Nimmt doch mal wieder Platz. So haben Sie dann also das hier in also der... Also gequietsche gab es da sicher, aber wer jetzt da genau gebremst hat, war für mich jetzt eigentlich ist nicht zu unterscheiden. Sicher hat es aber schon, nach der Aussage. Dann sagen Sie also, der VW-Fahrer, der Schönfeld, ging da mit den Beschimpfungen auf den Groll los und es kam zum Handgemenge. Das steht hier ein bisschen anders da. Nachdem alle Fahrzeuge standen, stieg der BMW-Fahrer aus und ging zu dem Transporter. Ja. Öffnete die Fahrertüre und zerrte den Fahrer unter heftigen Beschimpfen aus dem Fahrzeug. Jetzt kommen Sie heute hierher und schildern das etwas kürzer, das ist noch nicht weiter verwunderlich, schildern dann aber auf Nachfrage hier doch einiges ganz anders. Ich denke, ich möchte eigentlich, weil ich merke, dass der Herr Groll hier dermaßen stark bestraft werden soll, da habe ich mir doch gedacht, dass eigentlich hier entscheidende Sachen in der Aussage wohl nicht gemacht habe, die aber wichtig sind, um ihn ein bisschen zu entlasten. Weil ich Moment. Woher wissen Sie denn eigentlich, dass der Herr Groll stark bestraft werden soll? Ja, die waren einfach einmal da, um Blumen zu holen und da... Aha. Wann waren die da? Vor einem Monat ungefähr. Blumen bei Ihnen gekauft, gut, ja, und? Ja, und da haben Sie mir eben erzählt, dass das jetzt so auf eine Bestrafung hinausläuft, auf einen 8-monatigen Führerscheinentzug unter Umständen, was ich ja für einen selbstständigen Menschen, das ist ja eine Existenzbedrohung. Und dann habe ich mir einfach gedacht, dass ich dann doch da einfach... das doch so sagen will, wie es war. Und mein Eindruck ist nicht, dass... Aber Ihr Eindruck interessiert überhaupt niemanden. Überhaupt nicht. So. Interessant sind nur die Tatsachen, die Sie gesehen und die Sie gehört haben. Und diese Tatsachen haben Sie als Zeuge wahrheitsgemäß zu schildern, um zu vermeiden, dass Sie in kürzester Zeit da sitzen, wo der Herr Groll sitzt, wegen eines anderen Vorwurfes, nämlich wegen einer Falschaussage. Und erzählen mir vielleicht noch mal eingangs, was dann bei dem Blumenkauf da alles ausgekartelt wurde zwischen Ihnen und dem Herrn Groll. Da ist nichts ausgekartelt worden. Also ich finde einfach nicht, dass er jetzt der Gewalttätige da war. Hat der Herr Groll zu Ihnen gesagt, Sie hören es zu, ich lege da Einspruch ein oder ich habe Einspruch eingelegt, es kommt zur Gerichtsverhandlung und Sie kommen da als Zeuge hin und das war doch eigentlich so und so und so und so und so und so. Er hat mir einfach nur gesagt, dass es für ihn, dass es doch eine sehr harte Sache ist, die auf ihn zukommt und dass es für ihn eine Existenzbedrohung bedeutet und das ist ja auch nachvollziehbar und... ja, also er hat Ihnen gesagt, dass die Aussage, die Sie da bisher gemacht haben, nicht sehr toll ist für ihn. Ich denke, ich habe da bestimmte Sachen nicht gesagt, die jetzt hier wichtig sind zur Verteidigung von Herrn Groll. Ich habe ihn da mit der Aussage, glaube ich, einfach falsch belastet. Sagen Sie mal, der Herr Groll hat aber nicht bei Ihnen 10 Rosen für 1000 Mark gekauft oder so? Er hat einfach ein paar Blumenstöcke für den Garten gekauft. Ja. Weiter. Und hat er so den handelsüblichen Preis gezahlt oder durchaus weil die besonders gut gepflegt waren? Ein bisschen mehr? Worauf Sie anspielen, ich bin nicht bestechlich. Ich frage Sie nur mal, wie Sie Ihre Blumen verkaufen und dann mache ich mir so meine Gedanken. Also ich bin nicht bestechlich. Ja gut, das werden wir in der Vernehmung heute nicht mehr klären. Ist es dann vielleicht doch auch so gewesen, nämlich dass dann der Herr Groll den Transportfahrer aus der Fahrertür zerrte. Vor Ihrer Hofeinfahrt spielt sich das alles ab. Also das kann, also ich, ja, er hat es in der Erregung vielleicht gemacht, ja. Sie müssen jetzt schauen, Herr Kirchlechner, dass Sie diese Vernehmung noch dazu nutzen, von Ihrer bisherigen falschen Aussage runterzukommen
um straflos zu werden. Es geht darum. Ich sage nicht falsch aus, sondern ich sage nur, ich möchte nur eine gewisse Wertung, die hier da immer. An der ist niemand interessiert. Es steht die Frage im Raume, ob der Herr Kroll den Pritschenwagenfahrer aus der Tür gezogen hat. Und diese Frage beantworten Sie jetzt entweder mit Ja oder Nein. Ja. Ja. Sehen Sie, bei manchen dauert es ein bisschen länger. Gleich darauf schlug er dem Fahrer ins Gesicht, worauf der junge Mann zu Boden fiel. Zitat von Ihnen vom 5. März, trifft das zu? Ja. Kann man mal im Vorgriff sagen, dass das, was Sie damals bei der Polizei gesagt haben, richtig war? Also wie gesagt, ich habe es ja nicht gelesen. Nicht. Was bei dem Streit für Worte gefallen sind, kann ich nicht sagen. Stimmt das so? Ja, also ich kann mich grob an sowas wie Bonzensau erinnern. Mhm. Also es ist schon viel angeboten worden heute hier in dem Prozess. Idiot, Arschloch, Bauern, Bauernarsch und so weiter. Ja, das kann es auch gewesen sein. Bauernarsch kann es auch gewesen sein, ja. Herr Kirchlechner, Sie sehen doch, dass dahinter dem Herrn Groll ein Verteidiger sitzt. Mhm. Die Aufgabe des Verteidigers ist, den Herrn Groll zu verteidigen. Die Aufgabe des Zeugen ist, zu berichten, was er gesehen und gehört hat. Sie sitzen jetzt da, Sie erzählen ganz was anderes, auf Vorhalt kommt raus, dass Sie versuchen wollen, dem Herrn Groll zu helfen. Und der Herr Groll steht ganz blöd da, weil ihm jetzt sozusagen auch noch der Makel anhaftet, dass er vielleicht versucht haben könnte, einen Zeugen zu beeinflussen. Na, so war es aber wirklich. Sie hören Sie mir doch erstmal zu. Verstehen Sie, dass Sie dem Herrn Groll damit unglaublich schaden? Ja, wenn das so ist, dann... Versuchen Sie doch bitte jetzt einfach nochmal den Sachverhalt so zu schildern, wie Sie ihn gesehen und gehört haben. Können wir das versuchen? Kann ich gern machen, ja. Also, der Herr Groll soll dem Herrn Schönfeld, so heißt der junge Mann, zweimal ins Gesicht geschlagen haben. Das könnte ich jetzt nicht mehr sagen. Ja, haben Sie es gesehen? Also es war so, ich habe das irgendwie vermutet, weil ich habe es nicht wirklich gesehen. Er ist ja doch auch sehr breit und war direkt vor mir gestanden und... Also Sie haben den Schlag nicht gesehen? Ich habe ihn nicht direkt gesehen, ne. Sie haben gesehen, dass der junge Mann zu Boden gegangen ist? Mhm. Und dann? Also ich kann mich jetzt nur daran erinnern, dass dann diese Frau kam. Ja, das sagt die auch. Und dann soll der Herr Groll doch, also sagen wir mal, die junge Frau nicht auf sie losgegangen sein, in dem Sinn, dass er sie jetzt da gleich geschlagen hätte, aber doch in drohender Haltung oder ihr Er war sicher sehr laut und aufgeregt, ja. So ein bisschen so sie bedrängt zu haben. So sagt sie es jedenfalls. Bevor sie dann das Spray rausgezogen hat. Bedrängt? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist auch eine Wertungsfrage, gebe ich zu. Ich habe keine weiteren Fragen. Herr Verteidiger, haben Sie Fragen an diesen keine Zeugen? Keine Frage. Herr Sachverständiger, haben Sie? Danke, nein. Auf Vereidigung wird verzichtet. Ja, wird verzichtet. Dann bleiben Sie unbeeidigt und können gehen. Die Zeugin Renate Krüger ist 32 Jahre alt und Architektin von Beruf. Sie habe am Unfalltag ihre Mutter besuchen wollen und sei einige Zeit hinter dem BMW des Angeklagten hergefahren, der mehrfach versucht habe, einen gefährlich beladenen Kleintransporter zu überholen. Als er es endlich geschafft habe, sah sie plötzlich die Bremslichter des Transporters aufleuchten. Konnte auch ich nur noch bremsen, was aber nichts mehr nützte, und ich bin auch völlig unverschuldet auf diesen Transporter dann aufgefahren. Meine erste Reaktion war erstmal nur Schreck, und es hat sich auch das Bett des Transporters auf meine Windschutzscheibe gelegt. Also es hätte beinahe mich noch erschlagen. Ich saß also erstmal ein paar Sekunden, wie lange weiß ich jetzt nicht, wie gelähmt im Auto und habe auch gar nicht im ersten Moment gemerkt, dass ich Verletzungen hatte, nämlich, was sich später herausgestellt hat, ein HWS-Syndrom und gestauchte Handgelenke. Ich bin auch wegen dieser Sache krankgeschrieben gewesen, 2 Wochen sogar, aber ich bin dann schon eher arbeiten gegangen, das kann man sich ja gar nicht leisten in meinem Job, also länger krank zu sein. Ein Herr kam dann auf mich zu und fragte, ob mir was passiert sei. Ich sagte, zum Glück nicht. Was ich dann gesehen habe, dass es zu einem Handgemenge kam mit wüsten Beschimpfungen und der Fahrer des Transporters fiel wohl auch zu Boden. Und also mir geht es jetzt einfach darum, ich habe an meinem Auto einen Schaden von 2700 Mark. Ich habe das erstmal. Frau Krüger, dass Ihr Schaden an Ihr Fahrzeug sind 2700 Mark. Ich habe jetzt noch einige Fragen an Sie bezüglich des Tatgeschehens. Sie haben geschildert, dass der BMW dann also tatsächlich überholt. Ja. Diesen VW-Pritschenwagen. Und haben Sie irgendwie gesehen, dass der gebremst hat in der Gestalt, dass also die Bremslichter hinten aufgeleuchtet haben?
Den BMW? Ja. Nein. Haben Sie nichts gesehen? Gut. Wollten Sie eigentlich hinter den BMW mitziehen oder wie war das? Möglicherweise, wenn die Situation gegeben wäre, hätte ich das sicher versucht, aber erst gut. Mal nicht. Gut, dann noch zu der Geschichte mit diesem der Auseinandersetzung, die dann war. Erste Frage, haben Sie irgendwelche Beschimpfungen gehört? Bauern, Arsch oder sowas, aber das kann ich wirklich nicht mehr. Und ja, dann ist es also zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. An die kann ich mich allerdings noch sehr gut erinnern, dass und die von wer hat dem, da wen geschlagen? Also von dem Herrn hier ging da wohl ein mächtiger Faustschlag aus. Und von wer wurde von dem getroffen? Von der Fahrer des Transporters des lag Transporters. Dann auch am Boden. Und der ist zu Boden gegangen? Ja. Haben Sie später nochmal einen zweiten Schlag gesehen? Daran kann ich mich nicht erinnern. Nicht mehr erinnern. Ich habe dann keine Fragen, Frau Staatsanwältin. Haben Sie noch Fragen? Haben Sie noch Fragen, Herr Verteidiger? Wie groß war denn schätzungsweise Ihr Abstand von dem BMW, als Sie ihm nachgefahren sind? Ja, zwei Wagenlängen. Zwei Wagenlängen. Und wie weit würden Sie schätzen, war der BMW von dem VW entfernt? Oh, äußerst knapp also. Äußerst knapp. Ja, ja, weniger fast als eine Wagenlänge. Also ich kann das jetzt nicht beschwören, aber... Das war äußerst unvorsichtig. Vielen Dank, keine weitere Frage. Haben Sie Unkosten gehabt dafür, dass Sie heute hierher gekommen sind? Heute nicht, aber ich muss auch schnell wieder weg. Aber ich möchte natürlich wissen, dass ich mein Geld wiederbekomme. Denn ich habe bis jetzt das erstmal ausgelegt und noch keinen Pfennig gesehen. Die Schäden an Ihrem Fahrzeug, in welcher Höhe die wie geregelt werden, das ist eine zivilrechtliche Frage, die heute hier bei Gericht nicht geklärt wird. Müssen Sie mit Ihrer Versicherung reden, mit Ihrem Anwalt oder sprechen oder einen Anwalt nehmen, das kann ich Ihnen heute hier nicht sagen. Und wenn Sie es eilig haben zu gehen, Frau Krüger, steht Ihnen nichts mehr im Wege, Sie können sofort gehen. Gut, ja? Wiedersehen. Vielen Dank, auf Wiederschauen. Ja, Herr Groll, ich wollte Sie da jetzt nur noch mal fragen, weil ja nun noch wieder die Vernehmung Ihrer Frau ansteht, verstehen Sie? Nur mal so im Vorgriff, wenn die einen ähnlichen Auftritt bietet wie der Herr Kirchlechner, stellen Sie sich dadurch keinesfalls besser. Die Frau würde sicherlich nicht in irgendeiner Form etwas sagen, was nicht ihrer Wahrnehmung entsprechen würde. Aber wir halten es für nicht mehr erforderlich, die Frau zu hören. Wir verzichten auf die Aussage von Frau Goll. Staatsanwaltschaft verzichtet ebenfalls für diese Instanz. Dann rufen Sie doch mal die Frau Groll rein. Frau Groll, bitte in den Sitzungssaal. Grüße Gott, Frau Groll. Alle Beteiligten haben auf ihre Einvernahme verzichtet. Ihr Mann, der Verteidiger Ihres Mannes, die Frau Staatsanwältin. Sodass Sie also heute nicht als Zeugin aussagen, dann dürfen Sie wieder gehen. Sie können sich auch da hinten hinsetzen und Platz nehmen. Ja, gut. Ja. Was wollten Sie denn noch sagen, Herr Groll? Der Kirchlechner war der Einzige, der mir geholfen hat, der meiner Frau geholfen hat. Und das war doch gar nicht mehr als selbstverständlich, als dass mir ein Besuch Ihnen mindestens Dankeschön sagt. Ja, ja. Wenn es bei dem Dankeschön geblieben sein sollte, wäre es ja sehr schön. Es war eine innige Dankbarkeit. Ich habe nichts mehr gesehen, ich war blind. Ja, sagen Sie mal, wo wir gerade so bei diesen Themen alle sind, Herr Verteidiger, wie sieht es denn eigentlich so aus? Soll denn der... Einspruch aufrechterhalten werden. Die Frau Krüger hat ja auch nichts zutage gefördert, was dem entgegenstehen würde. Brauchen Sie den Sachverständigen, Herr Rechtsanwalt? Es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn man ihn hinsichtlich des zweiten Aufbauunfalls um die Vermeidbarkeit befragt. Der technische Sachverständige erstattet sein Gutachten. Also die Einlassung des Herrn Groll ist nicht besonders gut. Man sieht also objektiv, dass er während des Spurwechsels stark verzögert hat und dass dann in der Phase der Verzögerung bis zum Stillstand knapp vor dem Stillstand, der Anschluss erfolgt war. Wenn man das zeitlich zusammenstellt, das Ganze, dann kann man das sich so vorstellen. Diese langen Spuren sind die des BMW, die hier schräg rüberlaufen, und die kurzen 6 Meter langen Spuren sind die von dem VW. Also der BMW ist hier, also zu bremsen beginnt, und wenn man um 11 Meter zurückgeht vom Bremsbeginn dieses VW, dann fährt der VW etwa hier. Das heißt also, so wie die Zeugen das schildern und wie der Fahrer des VW, Herr Schönfeld, das schildert, passt es sehr gut zusammen. Während also der BMW am Einscheren ist, sieht er die Bremslichter, sprich hier beginnt die Bremsspur. Und wenn er jetzt in dem Augenblick bremst, dann ist er noch 17 Meter von der späteren Anstoßstelle entfernt. Zum Anhalten aus 40 bräuchte er 20 Kilometer. Das heißt also, für ihn ist es, Meter, Entschuldigung, für ihn ist es unabdingbar, er kann nichts mehr machen. In dem Moment, wo er sieht, dass der bremst, fährt er ihm auch dann zwangsläufig noch mit einer Restgeschwindigkeit von etwa
25 km/h, wie ich ausgerechnet habe, auf. Das heißt also, ursächlich für das, dass dann der Herr Schönfeld am BMW hinten aufgefahren ist, ist eindeutig nicht das Einscheren allein, sondern dass der Herr Groll auch gebremst hat. Mhm. Denn dadurch wird ihm der Weg so abgeschnitten, mhm, weil er ja eine Reaktionszeit braucht, um das zu erkennen. Er müsste also mindestens 11 Meter vor dem sein, der BMW, als der zu bremsen beginnt. Was knapper ist, reicht dem Herrn Schönfeld dann nicht mehr zum Anhalten. Gut, es ist diese Phase. Und jetzt noch die dritte, die Frau Krüger noch. Die Frau Krüger ist also frontal aufgefahren. In jedem Fall ist das Auffahren, das dritte, nicht unmittelbar kausal gewesen, dafür der BMW, sondern ihr Verhalten selber. Sodass man also, wenn man das Ganze zugunsten des Herrn Groll betrachtet, ihm diesen Anstoß nicht anhängen kann. Es ist also durchaus möglich, wenn sich die Frau Krüger richtig verhalten hätte, dass sie dann trotz der Geschichte, die da vorher passiert ist, den Unfall hätte vermeiden können. Auch den verkürzten Bremsweg des Herrn Schönfeld im Grunde genommen wettmachen können bei sich. So ist es. So ist es. Gut. Fragen, Frau Staatsanwältin? Nein, danke. Keine. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwieweit Sie gleichwohl eine irgendwie geartete Erklärung erwägen. Da würde ich bitten, mal kurz zu unterbrechen, damit ich das mit dem Herrn Groll besprechen kann. Gut. Dann wird die Sitzung für 10 Minuten unterbrochen. Wir begrüßen auch heute wieder unseren Versicherungsexperten Wolfgang Hertel. Bei unserem Auffahrunfall, Herr Hertel, haben ja zwei Frauen ein HWS-Trauma erlitten, ein Schleudertrauma. Das sind Ruth Groll und die Zeugin Renate Krüger. Das heißt, im Grunde wäre es ja noch eine dritte, nämlich Anna Simon. Die hat sich das nur nicht vom Arzt bestätigen lassen. Das heißt, 5 Unfallbeteiligte und 3 davon mit einem HWS-Trauma. Wird da nicht manchmal Missbrauch getrieben damit? Ja, da wird vielfältig Missbrauch getrieben. In fast der Hälfte aller Personenschadenfälle klagen Insassen über ein Halswirbelsäulenschleudertrauma. Mhm. Und Mediziner am Institut für Rechtsmedizin der Universität München wollen herausgefunden haben, dass in über 80% der Fälle kein HWS-Trauma nachweisbar war. Mhm. Sie halten nur in 6% der untersuchten Fälle ein HWS-Syndrom für denkbar und für möglich. Ich empfehle den Verletzten, die Schmerzen haben, sofort zum Arzt zu gehen und den Arzt zu bitten, Befunde zu erheben und möglichst auch dann Röntgenaufnahmen zu machen, ein Gutachten zu erstellen, denn die Verletzung muss glaubhaft gemacht werden, damit die Versicherung sie anerkennt und Schmerzensgeld bezahlen kann. In welchen Fällen erkennt sie es denn nicht an? Es gibt Fälle, in denen die Verletzung nicht glaubhaft ist, weil vielleicht ein Hausarzt nur ein Gefälligkeitsattest ausgestellt hat und lediglich die beschriebenen Schmerzen in dem Attest niederschreibt, ohne wirkliche Befunde zu erheben. Und das wäre dann zu einfach. Und gibt es das Schleudertrauma ja noch oft genug? Wie kommt das denn zustande? Wie entsteht das? Es gibt zwei besondere Fälle von solchen HWS-Syndromen. Das Wichtigste ist das durch Auffahrunfall. Dort wird der Kopf zuerst mal nach hinten geschleudert und dann nach vorn. Und der zweithäufigste Fall ist der beim Frontalzusammenstoß. Dort wird der Kopf erst nach vorn geschleudert und dann nach hinten. Eine Hauptursache für HWS-Syndrome sind die nicht richtig eingestellten Kopfstützen. Die heißen ja auch fälschlicherweise manchmal Nackenstützen. Sie heißen Kopfstützen und sollen eben gerade keine Nackenstützen sein. Sie müssen so eingestellt sein, dass die Oberkante der Kopfstütze mit der Oberkante des Kopfes abschließt und bei richtiger Sitzposition sollte zwischen der Kopfstütze und dem Hinterkopf nur ein Zwischenraum von ungefähr einer Handbreite sein, dann sind Sie richtig eingestellt. Und dann schützen Sie auch bei dem Heckanstoß. Ja. Nur dann. Und man sollte auch daran denken, an die Insassen auf der Rückbank des Autos. Viele Autofahrer haben dort überhaupt keine Kopfstützen. Und Sie sollten überlegen, ob Sie nicht Ihr Auto nachrüsten, oder Neukäufer sollten daran denken, sich die Kopfstützen hinten als Zubehör gleich mitzubestellen. Weil es für die Insassen hinten genauso wichtig ist. Ja. Danke.
Herr Groll, Sie haben ja die Aussagen selber gehört, glücklicherweise, sonst würden Sie es mir vielleicht nicht glauben. Aber mit einem Freispruch können wir nicht rechnen. Im Verurteilungsfalle könnten Sie schlechter wegkommen. Wie man es auch immer sieht, offensichtlich haben wir die Möglichkeit, das Gericht gibt sie uns ja, uns nochmal hier in irgendeiner Form eine freundlichere Auffassung zu verschaffen. Und die wäre möglich, wenn der Einspruch aufs Strafmaß beschränkt wird. Wenn Sie also die Verurteilung so, wie sie im Strafbefehl steht, hinnehmen und sagen, gut, ich lasse mich verurteilen, ich möchte, möchte eine bis bessere Strafe haben, wobei ich gar nicht mal die Tagessätze und die Anzahl der Tagessätze angreifen würde, aber beim Führerschein. Ja, also das ist wichtig, den will ich schnell wieder haben. Da würde ich, sagen wir mal, den Einspruch auf die Sperrfrist beschränken und schauen, dass Sie eher den Führerschein wiederbekommen. Ja, das wäre gut. Das wäre halt eine Verurteilung, mit der war zu rechnen. Sie erinnern sich an das, was ich draußen gesagt hatte. Es wäre sinnvoll, wenn Sie hier gewisse Einsicht zeigen. Ja, dazu ist jetzt noch Gelegenheit. Ich meine, es spricht sehr viel dafür, dass es so war, wie die ganzen Leute das hier erzählen. Das haben Sie ja nur selber gehört. Jetzt könnten Sie das ja auch sagen dem Gericht. Sie entschuldigen sich dafür und bedauern den Vorfall. Und wenn das auch tatsächlich Ihre Meinung ist und glaubwürdig vorgetragen wird, könnte ich mir vorstellen, dass das Gericht doch hier ein bisschen Ihren wirtschaftlichen Nöten nachgeht und Ihnen die Fahrerlaubnis vielleicht ein bisschen die Sperre verkürzt. Wegkommen werden Sie davon nicht. Wollen wir es so machen? Okay. Herr Rechtsanwalt, was hat die Besprechung ergeben? Also der Angeklagte möchte den Einspruch aufs Strafmaß speziell auf die Sperrfrist, was den Führerschein angeht, beschränken. Sie wollen den Einspruch beschränken auf die Frage, wie lange der Führerschein entzogen werden soll, beziehungsweise ob er entzogen werden soll, ja, und glauben, dass Sie da sich noch besser stehen können. Ja. Frau Staatsanwältin, stimmen Sie da insoweit zu? Ich überlege. Aber zumindest möchte ich dem Verteidiger und vor allem dem Angeklagten zu bedenken geben, dass ich fest entschlossen bin, eine bedeutend längere Sperrfrist zu beantragen, als die ich im Strafbefehl vorgesehen habe. Und zwar genau aus den Gründen. Weil nämlich erstens das Fahrverhalten mindestens grob verkehrswidrig ist, weil zweitens ich zwei Faustschläge habe und nicht nur einen, und weil drittens eine Beleidigung dazukommt, sodass ich eigentlich der Auffassung bin, von einer Ermäßigung des Strafmaßes kann gar keine Rede sein. Die Frage ist, ob das Strafmaß erhöht wird. Es ist jetzt die Frage der Frau Staatsanwältin an Sie, ob Sie eigentlich realistisch erwarten können, dass Sie bei einer Verschlechterung der Situation hier in der Hauptverhandlung, für Sie eine Verschlechterung, mit einer Verbesserung im Ergebnis rechnen können. Überlegen Sie es nochmal mit Ihrem Verteidiger und denken Sie vielleicht noch an die Worte, die Sie anfangs der Sitzung gebraucht haben und wo wir uns einig waren. Sie haben gesagt, wenn das so war, wer sowas macht, der ist ja brutal. Und eins ist doch auch klar, brutale Leute gehören nicht in den Straßenverkehr mit einem Auto. Das tut mir auch im Nachhinein leid. Ich Herr Groll, wir brauchen jetzt nicht noch mal Ihre ganze Einlassung durchzuexerzieren. Ich bin aber kein brutaler Mensch. Was an der alles falsch war. Verstehen Sie? Und ich nehme an, dass Ihr Verteidiger jetzt doch noch mal mit Ihnen reden will. Bleibt mir nicht anders übrig. Bitte dann noch um eine kurze Besprechungspause. Ja. Ja, Herr Hertel, die Verhandlungsunterbrechung kommt mir gerade recht, dass ich Sie zu den Sach- und Körperschäden in unserem Unfall fragen kann. Es wird bestimmt nicht unkompliziert und deshalb schlage ich vor, wir gehen jetzt mal der Reihe nach durch, wie die Autos gestanden sind. Also fangen wir mal an bei Herrn Groll. Der BMW des Herrn Groll ist beschädigt und Herr Groll hat möglicherweise auch einen Verdienstausfall als Landmaschinenhändler. Aber er hat den Unfall grob fahrlässig selbst herbeigeführt. Ihn trifft die alleinige Schuld. Er kann von niemand Schadenersatz erwarten. Er bezahlt diesen Schaden aus der eigenen Tasche. In seinem Auto saß aber noch seine Frau. Die hat eine Bluse beschmutzt und hat ein HBS-Schleudertrauma. Und eine Platzwunde. Und eine Platzwunde an der Stirn. Und dieser Schaden ist verursacht durch den Ehemann, schuldhaft. Sie hat also gegen den Ehemann einen Schadenersatzanspruch, kann den Schaden von seiner Haftpflichtversicherung ersetzt verlangen. Das sind die üblichen Schadenersatzansprüche, Reinigung der Bluse, Heilbehandlungskosten, Schmerzensgeld, wenn sie hat, auch Verdienstausfall. Dann haben wir das zweite Auto, das ist der Pritschenwagen vom Freund von Patrick Schönfeld.
Was ist jetzt da los? Der Patrick Schönfeld selbst hat keinen Schaden durch den Verkehrsunfall unmittelbar. Der Freund, der Pritschenwagen, hat einen Frontschaden und einen Heckschaden. Den Frontschaden muss eigentlich der Herr Groll oder seine Versicherung bezahlen, den Heckschaden die Frau Krüger oder deren Versicherung. Die Reparaturkosten für beide Schäden sind aber höher als der Gesamtwert des Autos. Das 13 Jahre alte Auto hat noch einen Wert von 3.000 Mark. Also bezahlen die Versicherung des Herrn Groll und die Versicherung der Frau Krüger anteilig die Reparaturkosten zusammen bis zu einer Höhe von 3.000 Mark. Das klingt kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Der Freund des Patrick Schönfeld wird seinen Schaden von 3.000 Mark zweckmäßigerweise bei der Versicherung des Herrn Groll anmelden, dort ersetzt erhalten, und die Versicherung des Herrn Groll wird dann wieder Regress nehmen bei der Versicherung der Frau Krüger, sodass es für den Freund relativ einfach sein wird, zu seinem Schadenersatz zu kommen. Aber es geht ja nicht nur um den Pritschenwagen, es geht auch noch um weitere Ansprüche, die er hat. Er kann für den Ausfall des Fahrzeugs bis zur Wiederbeschaffung eines Ersatzfahrzeugs Nutzungsausfall verlangen oder, wenn unbedingt notwendig, auch einen Mietwagen. Und er kann, wenn er sich anwaltschaftlich beraten lassen will, wovon auch die Rede war, natürlich auch die Bezahlung der Rechtsanwaltskosten erwarten. Mit dem Wagen von Patrick Schönfeld saß Anna Simon. Die Anna Simon hat zunächst gedacht, sie könnte ein Schmerzensgeld geltend machen, hat aber dann davon wieder Abstand genommen. Da wird also nichts weiter sein. Bleibt restlich noch die dritte Fahrerin, die Frau Krüger, mit ihrem Opel. Sie hat einen Frontschaden an dem Opel und wir haben gesagt, sie hat als Auffahrende den Unfall verschuldet. Das ist richtig, aber hier kommt es zu einer Haftungsverteilung mit dem Herrn Groll bzw. dessen Versicherung, weil ohne dieses Ausbremsen des Herrn Groll es nicht zu dem Auffahren durch die Frau Krüger gekommen wäre. Der Herr Groll hat eine entscheidende Mitursache gesetzt, muss also auch für die Folgen Schaden der Frau Krüger haften. Ich denke, zu einem Drittel. Das heißt, Frau Krüger kann ein Drittel ihres Schadens von Herrn Groll ersetzt verlangen, ein Drittel der Reparaturkosten und ein Drittel ihres Personenschadens. Sie hatte ein Halswirbelsäulenschleudertrauma und die Handgelenke gestaucht. Für das Schleudertrauma wird sie vielleicht 1.000 oder 1.500 Mark Schmerzensgeld bekommen, dazu noch einen gewissen Aufschlag für die Handgelenke. Sie wird die Heilbehandlungskosten ersetzt erhalten. Sie wird dann einen Verdienstausfall ersetzt erhalten, soweit einer angefallen ist. Aber wie gesagt, immer nur zu einem Drittel. Zwei Drittel muss sie aus eigenem Portemonnaie tragen. Dann haben wir noch die Windschutzscheibe bei ihr. Und dann bleibt noch die Windschutzscheibe, die vielleicht 700 Mark kosten wird. Diese Windschutzscheibe ist kaputt gegangen, weil die Frau Krüger auf den Pritschenwagen aufgefahren ist. Also auch da trägt sie eine Schuld. Aber nicht die Alleinschuld, weil der Herr Schönfeld nach der Straßenverkehrsordnung verpflichtet gewesen wäre, die Ladung sicher zu verzurren. Und das hat er nicht getan, also hat er einen Beitrag zu diesem Schaden geleistet. Ich denke, beide tragen den Schaden je zur Hälfte oder sind je zur Hälfte für den Schaden verantwortlich. Das heißt, die Frau Krüger könnte jetzt von der Haftpflichtversicherung des Pritschenwagens 350 Mark bekommen. Aber sie hat auch eine Teilkaskoversicherung mit 300 Mark Selbstbeteiligung. Und 50 Mark, von der Teilkaskoversicherung bekommt sie 700 Mark minus 300 Mark Selbstbeteiligung sind 400 Mark. Aber sie kann von beiden Versicherungen zusammen nicht mehr verlangen als die 700 Mark. Das ist klar. Jetzt noch etwas, was ja nicht unmittelbar mit dem Unfall zu tun hat, das ist die Schlägerei. Und dann nehmen wir mal den Patrick Schönfeld. Der Patrick Schönfeld wurde durch zwei Faustschläge niedergestreckt. Das ist eine Verletzung, die nicht mit dem Betrieb des Fahrzeugs des Herrn Groll zu tun hat, sondern nur anlässlich und gelegentlich des Betriebs, wie wir Juristen sagen. Und deswegen tritt für diese Folgen auch nicht die Haftpflichtversicherung des Autos ein.
Aber auch eine Privathaftpflichtversicherung, wenn der Herr Groll eine hätte, würde für diese Folgen nicht eintreten, weil der Herr Groll vorsätzlich gehandelt hat und das Gesetz den Versicherungsschutz für die Folgen vorsätzlichen Handelns verbietet. Mhm. Also, der Patrick Schönfeld kann für die Verletzungen, die der Groll ihm zugefügt hat, Schmerzensgeld verlangen, auch Ersatz der Heilbehandlungskosten oder Verdienstausfall, wenn er welchen hatte. Aber diesen Schadenersatz bezahlte Herr Groll auch selber aus dem eigenen Portemonnaie. Da gibt es keine Versicherung. Und dann noch die Spreierei von Anna Simon, die ja sicher nicht vorsätzlich war, aber auch damit zusammenhängt. Der Herr Groll war nicht unerheblich vorübergehend verletzt, aber er hat keinen Anspruch gegen die Anna Simon. Die hat zwar vorsätzlich gehandelt, aber sie sah sich einem rechtswidrigen Angriff des Herrn Groll ausgesetzt. Sie hat sich verteidigt, sie hat in Notwehr gehandelt und muss dafür nicht Schadenersatz bezahlen. Und sehe ich schon ein bisschen klarer, dank Ihrer wunderbaren Expertenausführungen. Danke Ihnen, Herr Herde. Ich bitte dich, nimm den Einspruch zurück. Du machst doch noch alles viel schlimmer. Denk mal drüber nach. Oder was sagen Sie dazu? Naja, Sie kennen ja die Einstellung des Gerichts. Mit einer Verbesserung ist nicht unbedingt zu rechnen. Aber das Gericht wird jetzt ein Urteil sprechen, wenn wir den Einspruch nicht zurücknehmen, und wird eine Sperrfrist verkünden für einen Führerschein, so und so lang. Sagen wir mal noch 8 Monate. Da haben wir zwar ein berufungsfähiges Urteil, aber die Berufungshauptverhandlung findet erst in circa 3 Monaten statt. Und wenn dort, womit zu rechnen ist, die Berufung verworfen wird, dann würde sich die Sperrfrist tatsächlich um 3 Monate verlängern, die das Gericht heute hier ausspricht. Und das wäre für Sie natürlich dann fatal. Ja, also irgendwie ist man dann unter Druck hier, im Zugzwang. Komm, sei vernünftig. Also gut, ich lasse mich überzeugen. Gut, dann nehmen wir einen Einspruch zurück. Okay. Ja, Herr Groll, Sie haben es jetzt nochmal mit Ihrem Verteidiger besprochen. Herr Rechtsanwalt, wie schaut es aus? Der Angeklagte nimmt den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Das ist so richtig? Ja. Frau Staatsanwältin, Sie stimmen zu? Die Staatsanwaltschaft stimmt zu. Gut, dann ist das Verfahren damit rechtskräftig abgeschlossen, Herr Groll. Sie dürfen für die verbleibende Zeit weiterhin kein Auto fahren, das ist Ihnen klar. Den Führerschein haben Sie ja schon abgegeben gehabt und müssen sich dann nach Ablauf der Sperrfrist um einen neuen Führerschein bewerben. Das wird Ihnen Ihr Verteidiger im Einzelnen erläutern können. Wieder einmal hat ein Verkehrsraudi vergeblich versucht, die ihm in einem Strafbefehl zugemessene Strafe durch eine Verhandlung vor dem Verkehrsgericht zu seinen Gunsten zu korrigieren. Herr Groll sollte in Zukunft, wenn er seinen Führerschein wieder hat, bei ähnlichen Verkehrssituationen lieber zweimal tief durchatmen, als wieder auszurasten. Und andere Verkehrsteilnehmer im Stress hoffentlich auch. Die Sache ist dann beendet. Sie können gehen. Vielen Dank.